So, gleich geschafft. So, und nach Hause mit euch beiden. Was ich machen könnte, jetzt schon mal, ist noch ein solches Bett hier platzieren, dass wir hier 5 Betten haben. So, die beiden Forscher, die sind hier ganz gut dabei. So, du wirst zum Speerwerfer. Da müsste ich dich eigentlich irgendwie separat hochtrainieren. Ah, das haben wir gleich. So. Gut. Jetzt muss ich nur halt auf dich aufpassen. Die hölzernen Trainingspuppen sind halt nicht so gut wie die aus Eisen. Aber müssen trotzdem ausreichen, um dich wenigstens auf Stufe 8 oder 9 zu bringen. Das ist jedenfalls so mein Hauptziel im Augenblick. So, da wäre noch ein Raum. Da wäre auch noch ein Raum, aber in dem will ich mich jetzt nicht buddeln. Das ist wahrscheinlich auch nur wieder ein kleiner Gnomenraum. Ich bräuchte erstmal etwas Gold. Und ja, dafür verkaufe ich mal... So. Stein. Weil wir kriegen ja Stein. So, ich muss nur auf ihn hier achten, dass er mir hier draußen nicht verhungert. Und dass die beiden mir nicht verhungern. So. Das heißt, ich kann die Treppe verkaufen, die Leiter verkaufen und hier ist alles geplündert. So, das heißt, hier wird zugemacht irgendwann. So, während wir hier auf mehr Holz warten. Ah, er levelt gut hoch. Zwei Punkte bedeutet erstmal effektivere Betten und dann Arbeitergeschwindigkeit. Und ich mache jetzt schon mal einen Save, weil ich dann demnächst hier in den Raum reinbuddeln möchte. Jo, klappt. Langsam. Beide so Stufe 8. Aber ich muss ihn dann, wenn er Stufe 8 erreicht hat, mal zum Schlafen schicken. Der ist nämlich auch ziemlich müde. So, ich kann hier den ersten Block abreißen. Ich kann hier mal allgemein aufreißen auf der Seite. Oh, ich habe ganz vergessen, hier muss ich auch noch dicht machen. So, erster Block ist erledigt. Fehlen nur noch
5. Also ich habe gerade mal 4 von 9 oder 10. Holz kaufen, aber Holz ist teuer. Ja. Gut, du bist so weit, dass du wieder trainieren kannst. Wie sieht es eigentlich mit unserem... Dich könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen trainieren lassen. So. Wobei ich dich eigentlich gerne auf Stufe 10 hätte. Bevor wir da durchbrechen. So, das hat ein bisschen was gebracht. Wir haben noch einen Plus, das ist okay soweit. Hier brauchen wir ja nichts mehr wirklich. Wir müssen als nächstes hier runterkommen. Das heißt, am besten wäre es eigentlich eine Tür zu platzieren. Und zwar eine verstärkte, massive Tür. Nee. Das geht erstmal noch so, denke ich mal. Ja. George! Und wenn mir mein Stein wieder mehr ausgeht, dann kann ich ja hier das Stein, den Stein noch abbauen. So, gut. Das heißt, wir buddeln jetzt hier ein Loch rein. Auch wenn das nicht ganz ungefährlich ist. So, und hier setzen wir den nächsten Block. Wo müssen wir nachher eigentlich Blöcke setzen? Hier einen. Und hier die... I demand your attention. 5. Wow, das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Das muss einer der Generatoren sein. Zerstört ihn. Listen to me. Nein, nein, nein. Dieses Ding ist nicht gut für Zwerge. Haltet euch davon fern. Okay. Ich speichere jetzt zur Sicherheit nochmal drüber. Okay, hier sind 5 Orks drin. Mit Essen. Und irgendwas gibt uns verdammt viel Zufriedenheit gerade. Wahrscheinlich die Marmorsäulen. Gold. Noch mehr Gold aus ihren Schlafsäcken. Und hier ist jede Menge Steinboden. Ah, cool. Das ist eine gute Taktik. Wir isolieren einen von ihnen. Und schnappen uns die Kavallerie. Na komm, die kriegt den einen tot, oder? So. Das ist nämlich eine gute Taktik. Immer einen von denen isolieren, bis nur noch 2 oder so übrig sind. Dann können wir die nämlich leichter besiegen. Oh.
Ja, so wie den da. Der hat sich jetzt gerade die Misere geportet. Das war falsch. Okay. Nicht den Wissenschaftler angreifen. Wow, das war jetzt ziemlich blöder Fehler von mir, aber wir haben es noch gerade so gerettet. So, essen, schlafen, bitte. Ich würde manchmal gerne Zwerge einfach schlafen schicken. So wie der jetzt gerade sich hingelegt hat. Oh ja, der ist isoliert. Sehr gut. Dann lassen wir den mal isoliert und die beiden, um die kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. So wirst du denn gar nicht müde, Kumpel. Level 2, Level 10, Level 11 und der Speerwerfer ist Level 9, sehr schön. Oder vergucke ich mich da? Wo ist mein Speerwerfer? Ja, der ist Level 9, sehr gut. Neuer Holzblock, den können wir uns ja jetzt leisten. Neuer Steinboden, können wir uns auch leisten. Machen wir erstmal jetzt hier den Thronsaal schön fertig. So, wie gesagt, wenn wir das haben, sind hier die 5. Ja, und da sind hier die 5 noch. Also ja, insgesamt 10 sind da noch, also nochmal 2000 Holz. Arbeitergeschwindigkeit und dann bewegen wir uns in Richtung Soldatenkultur. So, meine Krieger sehen gut aus. Du musst dich jetzt dringend hinlegen und schlafen. Okay. Den einen kriegen wir tot. Das ist gut. Das heißt, wir können uns auch gleich um die beiden hier kümmern. Oder sie wenigstens anschlagen. So. Gib dir den Rest. Und ihr beide. Und dann ziehen wir uns zurück erstmal. Und lassen den letzten. Ich hätte ihm nicht den Rest geben lassen sollen, weil jetzt haben die beiden keine Erfahrung draus gewonnen. Egal. Die Marmorsäulen lassen wir stehen. Die sehen schick aus. Und geben uns scheinbar einen Boost. Ich suche lieber mal die Wände. Genau, nach. Wow, ordentlichen Rohstoffvorkommen ab. Die Wände und den Boden. Ist zwar nicht viel Stein, was wir dadurch kriegen, aber wir kriegen ihn. So, bis jetzt haben wir nur ein paar Goldvorkommen. Also eine schöne große Goldader gefunden. Aber sonst nichts wirklich Nennenswertes. Ein Steinvorkommen direkt unter dem Generator. Wo wir doch gerade
keinen Stein brauchen. Okay. Zwei Punkte. Arbeitergeschwindigkeit. Nein, ich will nicht graben. Ich will verkaufen.